zurück zu einem neuen Video, aber wait, wo bin ich eigentlich? Denn ich bin hier, ich probiere es einfach mal aus mit meinem Handy, dass ich sozusagen den Ton damit aufnehme. Das machen ja ganz viele YouTuber. Da könnte ich theoretisch auch hier so hinlaufen, moin Digga, was geht? Ein bisschen vorlaufen so und ihr hört mich trotzdem noch, aber im Bild bin ich schon lange nicht mehr. Ich lese ja mal Sportplatz gesperrt wegen schlechter Witterung. Und zwar seit langem mal wieder ein aktuelles Video, sagen wir mal so, weil das Perform-Video war vorgedreht vor den Ferien. In dem gibt es viel zu sagen. Ich habe mich wieder auf den Sportplatz begeben, weil ich finde einfach, die Sonne geht gerade unter. Ihr habt ein paar Shots so gesehen und ihr seht auch noch einen Timelapse. Ich finde es einfach geil, so bei so einem Wetter rauszugehen und ich finde den Sportplatz, so wenn hier keiner ist, kann man richtig chillig so reden. Außer halt die Leute da oben auf dem Deich, aber was geht, ist mir scheißegal. Was so in den letzten Wochen passiert ist, darüber wollte ich heute ein bisschen reden. Und ein Moped-Porn, sagen wir mal so. Hört sich komisch an, ist aber so. Cottbus ist mir was relativ Dummes passiert. Also zum Ersten, ich war ja im Stadion. Ihr seht hier auch ein paar Einblendungen oder so. Gegen Kaiserslautern ging 1-1 aus. War ein ganz gutes Spiel, so spielerisch ganz scheiße. Aber von der Stimmung her war es auf jeden Fall richtig gut. Dann habe ich mir die Woche drauf den Kopf aufgeschlagen. Ich wollte sowas aufheben und dann an der Türklinke so. Ihr seht ja auch überall eingeblendete Bilder. Richtig dumm von mir eigentlich. Ich war in Bremen. Bremen gegen Bayern, Halbfinale. War ja der ganze Skandal um den Elfmeter. Ist passiert. Bayern-Bonus kann man so schön sagen. Naja, ne. Ich habe ein paar Aufnahmen, die blende ich euch jetzt ein. Hier kommt eure Mannschaft! Hier kommt eigentlich ist so mehr nicht passiert, wie immer Fußball, aber ich möchte mit euch heute auch so ein bisschen darüber reden, was in der Zukunft festkommt. In den nächsten 3 Wochen könnt ihr auf jeden Fall erwarten. In 2 Wochen fahre ich mit ein paar Kumpels nach Braunschweig, das werde ich auf jeden Fall vloggen. Der letzte Spieltag Cottbus, da könnte es um alles gehen, Abstiegskampf pur in der 3. Liga. Da werden wir alle da mitgehen. Ich werde einen Vlog machen draus, ich habe mir so ein Ding geholt, wo man das Handy vorne reinstecken kann. Da kann ich alles vloggen für euch, im Spiel und außerhalb des Spiels auch. Die Antworten und alles, das wird relativ witzig, weil wir ein bisschen was, wie immer, trinken und so, ne? Und da wird es einfach absolut witzig. Es wird ein Video folgen, persönlich so richtig vorstelle, was ich eigentlich außerhalb von YouTube noch so mache. Heißt, ich bin der Trainer, Schiedsrichter und so weiter. Da kommt auf jeden Fall so ein Film über mich, den Jorik mitdrehen wird. Und es kommt ein Perform Review. So ein richtiges Review. Ich hatte das jetzt schon ein Spiel an. Sind richtig geil. Eine Perform-Werbespot, den will ich vielleicht eventuell drehen. Vielleicht noch ein paar weitere Kurzfilme. Das sind so die festen Planungen. Und der Moped, ein richtiger Moped-Porn. Weil ich will mir einen Gimbal holen. Das soll ja auch für den Film über mich stattfinden, sozusagen. Mit dem Gimbal dann einen richtigen Moped-Porn drehen, wo ich auch fahre und so. Wo Jorik mich irgendwie aus dem Auto raus filmt. Aber ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Art von Videos auch mal mögt. So einfach so ein bisschen Retalk mit so ein paar Cinematics und dann noch so Einblendungen aus den letzten Monaten, was ich privat so erlebt habe. Aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Moped-Porn und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem richtig geilen Video und ich würde sagen, bis dann.